Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Zoo hier auf meinem Kanal. Wir werden uns heute um das Vivarium kümmern, weil ich einfach gesehen habe, ich habe da wahrscheinlich diverse Fehler gemacht und muss das einfach mal ein bisschen besser machen hier. Das werden wir heute aber in einem Speedbuild machen, denn ich glaube, ich muss das gesamte Gebäude umbauen. Ich muss das wahrscheinlich erstmal grundsätzlich abreißen und muss das grundsätzlich einfach neu bauen und das mit den Wegen besser machen und dann das Stück für Stück nach oben ziehen, eben auch was die Stockwerke angeht, bevor ich dann die Außenhaut drumherum ziehe um das Gebäude. Dann sollte das eigentlich passen. Ein Tier ist am Verhungern. Wir rufen mal einen Tierpfleger, beziehungsweise ich bringe den einfach mal ins Handelszentrum, zack. So, da müssen wir auf jeden Fall einiges tun, das kann so nicht bleiben. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das auch direkt mal und starten direkt durch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Speedbuild und wir hören uns auf jeden Fall gleich nochmal. Bis dann. Und damit hallo aus dem Off jetzt. Wir sind direkt in der Bauphase drin und was sehen wir da? Ja, ich reiße das komplette Gebäude tatsächlich ab. Das war überfällig, weil das mit dem Grid einfach nicht richtig funktioniert hat. Ich habe dann auch direkt den alten Durchgang geschlossen, vorne zum ausgehöhlten Berg hin und habe die Aushöhlung ein bisschen vergrößert erstmal, um da eben den Weg des Grids einfach ein bisschen zu planen und zu gucken, dass wir da ordentlich mit den Wegen durchkommen. Das hat auch relativ gut funktioniert. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so schwierig, den Berg zu bearbeiten. Ist zwar schwierig, das ein bisschen symmetrisch zu machen, aber das läuft schon. Dann habe ich versucht, das mit den ersten Treppen zu machen und augenscheinlich hat das auch erstmal super gut geklappt. Und ich dachte mir, ja, einwandfrei, passt. Super, da war ich aber noch auf 10 Meter breiten Wegen unterwegs. Und warum das Problem ist, ist recht einfach, dass es mit 10 Meter breiten Wegen nicht ordentlich funktioniert, weil die Wände sind alle 4 Meter und darüber habe ich nicht nachgedacht gehabt. Und 4 Meter plus 4 Meter macht richtig 8 Meter und nicht 10 Meter. Wenn ich jetzt einen 10 Meter breiten Weg habe, dann ist der breiter als die Wände, die ich letzten Endes hinplatziere. Und damit habe ich dann letzten Endes ein Problem. Deswegen muss ich idealerweise einen Weg mit 8 Metern wählen, damit ich die Wände so platzieren kann, dass praktisch zwei Wände einen Weg ergibt, damit ich das ordentlich symmetrisch als Grid hinbekomme. Das muss man wissen. Gebäudefront auf, das ist ganz cool und das habe ich dann praktisch rundum gemacht. Musste dann das Grid nochmal ein bisschen versetzen von den Wänden, ihr seht es gerade, das war so ein bisschen off und zwar nur so ganz leicht, das muss ich nur eins leicht nach drüben setzen, dann hat es gepasst mit den restlichen Wänden. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ich glaube, während man sowas baut, die Baumöglichkeiten sind nicht ganz so ideal in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, und da
ja, muss man vielleicht ab und zu immer mal wieder ein bisschen was anpassen. War nicht ganz so einfach, hat nicht ganz so gut funktioniert immer, aber letzten Endes ist ein sauberer Schuh draus geworden. Dann musste ich bei den Wegen in der oberen Etage musste ich noch den Boden drunter setzen, weil ansonsten geht es mit den Vivarien nicht, weil er die Wege nicht als Boden akzeptiert und da wo Wege sind, kann ich auch keine Vivarien hinsetzen. Das heißt, ich musste da die Wege wegmachen, um dann die Vivarien direkt auf den Boden zu setzen. Aber auch da können wir auf jeden Fall dann noch optisch coole Sachen machen, damit das alles ein bisschen besser aussieht. Das habe ich jetzt aber nicht in der Baufolge gemacht, sondern das können wir dann einfach in der Gestaltungsfolge vielleicht in der nächsten Folge machen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Dann habe ich das hinten noch ein bisschen ausgekleidet, damit das ordentlich aussieht und ein bisschen Abschluss bietet. Und vor allem, weil ich unten, nachdem ich die Höhle geschlossen habe, dann auch gucken möchte, wie ich da irgendwie Energieversorgung herkriege und so. Aber zunächst habe ich erstmal das Schild gemacht draußen. Das habe ich so angepasst und da habe ich verschiedene Sachen genommen und verschiedene Farben und da steht jetzt nichts anderes außen drauf als, ja genau, Vivarienhaus. So, Vivarienhaus steht da jetzt, das habe ich dann kopiert und habe das nach drüben gebracht, auf die andere Seite auch, das steht jetzt in beiden Eingängen dran. Dann bin ich hergegangen, habe noch so ein bisschen gestalterische Elemente gesucht, wo man das so ein bisschen verbessern kann oder verschönern kann. Dann bin dann hergegangen, habe noch die Holzpfeiler auch an den Wandseiten gemacht, damit es nicht so abgesägt aussieht. Und einen Bronzebogen drüber gesetzt, den finde ich ziemlich cool und der geht halt direkt über den Weg drüber. Ich glaube, das ist ganz schön geworden. Dann bin ich innen noch hergegangen, habe das ausgehöhlt, um da die Energieversorgung reinzusetzen und das mit der Wand abzutrennen, dass den Gästen das nicht so auffällt und dass die das nicht uncool finden. Und genauso werden wir auch vorgehen bei den Tierpflegerhütten und bei ein paar anderen diversen Ideen, die ich noch habe. So, das war es jetzt aber aus dem Off und ja, jetzt geht's weiter wieder live. Bis dann. So, jetzt sind wir fertig mit dem Gebäude oder fast fertig mit dem Gebäude. Ich habe, wie gesagt, das komplett neu gebaut, weil ich musste gucken, wie ich das mit den Rastern hinkriege. Und jetzt hat es auch endlich geklappt. Jetzt haben wir oben auch Vivarien. Wir haben unten Vivarien. Ich habe den Eingang noch ein bisschen hübscher gemacht. Da steht jetzt Vivarienhaus. Dann gehe ich mal kurz mit euch rein in das Gebäude, wenn ich es denn schaffe, in das Gebäude reinzugehen. Moment. Ich muss mal kurz jetzt. So. So sieht das jetzt von innen aus momentan. Da fehlt noch an der einen oder anderen Stelle der Decke was. Das können wir dann aber im Verlauf noch machen, aber jetzt halt nicht mehr. Hier unten haben wir die ganzen Vivarien. Wir werden das dann noch dekorieren, das Haus. Also wir werden noch schauen, dass wir das innen noch hübscher machen. Dann gibt es eine Treppe, die hier hochgeht und eine Treppe, die dort hochgeht. Wir gehen auch direkt mal nach oben. Ein Stockwerk nach oben, bitte. So. Und hier ist praktisch der Durchgang durch den Berg jetzt vom Vivarienhaus. Hier oben ist das sehr helle Stockwerk vom Vivarienhaus. Hier kommt man dann durch. Wie gesagt, gehe ich auch mal kurz durch. So, und da kommt man dann hier hinten am Berg raus. Das hier mache ich noch zu, das verschließe ich noch. Aber hier soll man dann durchkommen und dann geht es hier praktisch im Zoo weiter. Dann gehen wir einmal durch den Berg durch. Ich glaube, das ist so ganz gelungen. Ich glaube, das ist wirklich schön geworden. Wenn ihr noch Dekorationsideen habt, könnt ihr die natürlich gerne schreiben. Ich würde hier draußen noch den Spruch von davor hinschreiben. Ihr wisst schon, mit dem Kanalnamen hier, damit Leute, die den Zoo auch besuchen, so wie anonymer Zoobesitzer zum Beispiel, dann halt auch sehen, okay, den kann ich auf YouTube mal angucken, was der so macht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr das Video liked und natürlich auch, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Bis dann, over and out, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Planet Zoo. Bis dann, ciao, ciao.